Wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person hier auf der Landstraße von Richtung Schlitz. Wir haben vorgefunden ein Fahrzeug, welches links von der Fahrbahn abgekommen ist. Ja, wir haben natürlich mit dem Rettungsdienst Hand in Hand gearbeitet und haben den massiv eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeug befreit. Ja, das Fahrzeug war schon sehr deformiert, aber wir haben das relativ schnell alles über die Bühne gekriegt. Ja, wir haben aktuell mit 31 Feuerwehrkräften vor Ort und 6 Personen vom Rettungsdienst. Osthessen News. Sehen, was bewegt.